Bin immer wieder begeistert, wenn ich hier vorne stehe und euch alle so sehen kann. Gott ist ein Künstler, das ist unglaublich. Was für eine Schönheit er, und ich wiederhole mich da gerne, was für eine Schönheit er in uns Menschen hineingelegt hat. Und ihr seid doppelt schön. Ihr seid einerseits von Gott erschaffen und andererseits seid ihr erlöst, ihr seid seine Kinder. Und das kann man sehen. Trotz vielleicht bei dem einen oder anderen Not und Schwierigkeiten, Lasten und Sorgen. Man kann Gott in euch sehen. Darauf brauchst du dir nichts einzubilden. Das ist nicht dein Werk. Dass du besser aussiehst als ich, das ist nicht dein Werk. Das tut Gott in dir. Ja, ist doch so. Und wie gesagt, lass dir nicht einreden, dass du nicht schön wärst, dass du unbedeutend wärst. Das bist du nicht. Du bist sein Kind, er kennt dich, er liebt dich, er kennt deinen Namen, er kennt deinen neuen Namen, den du bekommen wirst, wenn wir bei ihm sind. Du bist keine Nummer, auch wenn die Welt dir das vielleicht manchmal vermitteln will. Wer bist du denn schon? Nee. Du bist Kind Gottes. Ich möchte mit euch einfach, es ist vielleicht nichts Neues, was ich euch heute erzähle, gerade die, die schon irgendwie seit 30, 40, 50, 60, 70 Jahren dabei sind. Wer ist seit 70 Jahren dabei? Keiner, gut. Oder? Jens vielleicht. Jens sieht so aus, aber ist auch nicht. Vielleicht ist es nichts Neues, aber man muss immer mal wieder vielleicht zwischendurch Dinge hören, um erinnert zu werden. Wir vergessen als Menschen. Wir sind ja so in dieser Welt, in dem Getriebe des Alltags. Und manchmal gehen Dinge verloren. Es setzt so ein Automatismus auch im geistlichen Leben ein. Du liest vielleicht deine Bibel, du betest, aber ist da wirklich noch Leben drin? Hast du die Erwartung, wenn du morgens oder wann auch immer du deine Zeit mit deinem Herrn hast, hast du die Erwartung? Oder doch hast du die Erwartung, dass er überhaupt zu dir spricht? Oder ist das ein Pflichtprogramm, was du abreißt? Vielleicht möchtest du Gott auch gar nicht hören. Es kann unterschiedliche Gründe dafür geben. Und deswegen ist es wichtig, einfach nochmal vielleicht vor Augen geführt zu bekommen, das ist vielleicht ein hochgestochenes Wort, ich kann das sowieso nicht, also das muss der Geist Gottes in dir tun, dir vor Augen führt, wer er ist. Und ich möchte heute Morgen einfach mit euch mal ganz kurz beleuchten, wenn Gott ist unser Vater. Was bedeutet das, wenn Gott dein Vater ist? Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das Wort Vater hörst. Ich glaube, da sind wir sehr, sehr unterschiedlich. Wir kommen aus ganz, ganz unterschiedlichen Hintergründen. Jeder hat so seine Erfahrungen gemacht. Und ich denke, es gibt hier einige mit Sicherheit, die, wenn sie zurückdenken, mit Dankbarkeit zurückdenken. Meine Eltern, speziell mein Vater, ich weiß, er war schwach. Er hat nicht alles richtig gemacht. Aber ich weiß, dass er mich geliebt hat. Dass er für mich da war. Dass er versucht hat, mich so gut zu erziehen,
wie es ihm möglich war. Mit allen Fehlern, mit allen Schwächen, auch Väter sind Sünder. Aber ich hatte es gut bei ihm. Da war ein Stück weit Geborgenheit, da war ein Stück weit Zuhause da. Vielleicht hast du das so erlebt. Vielleicht hast du es auch anders erlebt. Vielleicht hast du einen Vater gehabt, der gewalttätig war. Ein Alkoholiker, der mit Gewalt Dinge durchgesetzt hat. Oder einen Vater, der irgendwann die Kurve gekratzt hat, die Familie verlassen hat. Das ist besonders schmerzlich. Du fühlst dich nicht gewollt. Mein Vater will mich nicht. Ich bin ihm egal. Vielleicht hast du diese Erfahrung gemacht. Vielleicht hast du deinen Vater nie kennengelernt. Vielleicht bist du ganz ohne Vater aufgewachsen. Dann ist dieser Begriff Vater für dich leer. Dann hast du keinen Bezug dazu, dann weißt du gar nicht, was das für dich beinhaltet. Gott ist mein Vater. Einige kennen ihn wahrscheinlich noch, ein amerikanischer Missionar ist mal von einem jungen Mann gefragt worden auf der Straße: Erklär mir doch mal, sag mir doch das mal kurz, wie ist denn Gott? Und da hat er gesagt: Ja, Gott ist wie ein Vater. Da hat der junge Mann gesagt: Wenn Gott so ist wie mein Alter, dann kannst du ihn behalten. Dann will ich ihn nicht. Deswegen, dieser Begriff Vater ist sehr, sehr vielleicht mit positiven, aber auch mit negativen Dingen behaftet. Aber wir wollen uns heute, und wenn du auch so gekommen bist heute, wenn du bestimmte Dinge noch mit dir rumschleppst vielleicht, wo du vielleicht nicht vergeben hast, wo dein Vater nicht so war, wie du ihn dir hast, er träumt es doof, aber der ganz anders war, der dich ständig enttäuscht hat, der dir ständig Sachen versprochen hat, nicht gehalten hat. Gott ist anders, sage ich dir. Wenn Gott dir etwas sagt, hält er das, hundertprozentig. Er ist nicht heute so und morgen so, er ist nicht von Launen abhängig. Wenn er dir Dinge sagt, hält er sie. Er sagt, oder das Wort Gottes sagt, brauchen wir nicht aufschlagen, in Psalm 68,6: Ein Vater der Weisen und ein Helfer der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Wenn du als Weise aufgewachsen bist, einsam, als Weise bist du oft oder ist Einsamkeit wahrscheinlich dein Begleiter gewesen. Niemand will mich. Vielleicht, ja gut, ich bin in irgendeinem Heim, aber da sind viele andere Kinder und die Erzieher machen so gut wie möglich, aber Liebe, Annahme, nee. Warum bin ich hier? Was soll das Ganze? Bin ich denn überhaupt gewollt? Was passiert hier? Gott hat dich gewollt. Gott ist an dir dran. Gott geht dir hinterher. Vielleicht hast du das so erlebt. Gott spricht irgendwann in dein Leben hinein. Und wenn du das Gefühl hast, er sieht dich nicht, doch, er sieht dich. Und wenn du jemanden kennst, der das Gefühl hat, in dieser Welt gibt es eine Menge Menschen, die das Gefühl haben, nicht gesehen zu werden.
Sag ihnen das zu, hab den Mut. Da gibt es jemanden, der dich sieht, dessen Herz ausgeht, der dich so sehr liebt, dass er dich bei sich haben will. Dem bist du nicht egal. Sag das, Menschen. Das ist so wichtig. Wir brauchen nicht in erster Linie gute Psychologien, gute Methoden, gute Rezepte. Nein, wir brauchen eine Liebesbeziehung zu unserem himmlischen Vater. Und er sieht auch die Witwen. Und heutzutage ist es vielleicht in unserer Kultur, naja, gut, Witwen sind auch nicht unbedingt, ich will nicht so sagen, so gerne gesehen, das ist Quatsch, aber es ist schon ein Stück weit ein Makel. So, obwohl du bist in einer Situation, wo jemand von dir gerissen wurde, du bist, der eine kommt vielleicht besser damit klar, manche Menschen zerbrechen da total dran, weil sie sich sehr an den Partner geklammert haben. Das ist schwer, wenn plötzlich jemand dann stirbt. Aber in der damaligen Gesellschaft, Witwen galten nicht viel. Und es gibt auch heute Gesellschaften, wo Witwen nicht viel gelten. Aber Gott sagt in seinem Wort, ein reiner, ich hoffe, ich kriege das zusammen jetzt, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott dem Vater ist, die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal zu besuchen. Der Satz geht noch weiter, aber bis dahin. Da wird Liebe materiell, wenn du dich um die kümmerst, die sonst keinen haben. Da wird die Liebe Gottes sichtbar. Reden können wir viel. Was nützt das, wenn ich mich hinstelle, von einem großen, wunderbaren, heiligen, liebenden Gott rede und da ist jemand in Not, der meine Hilfe braucht und ich sage, ja, der Herr macht das schon. Natürlich macht er, aber das ist eine faule Ausrede. Er möchte, dass wir uns umeinander kümmern. Das ist manchmal anstrengend, das ist schwierig, aber nur da wird seine Liebe sichtbar, wo sie zur Tat wird. Kein frommes Gerede, sondern tun, handeln. Und du wirst merken, wie Gott dich darin segnet und wie du Gott plötzlich auf eine ganz, ganz tiefe Weise kennenlernst. Du kannst ja so viel Erkenntnis reinziehen von Gott, wie du willst. Das bringt dich nicht weiter. Wenn du liebst, wenn du dich von seiner Liebe leiten lässt, wird die Beziehung tiefer. Und letztendlich, es ist ja so, das wissen wir auch, wir sind auf die Beziehung zu Gott hin erschaffen. Du wirst nie wirklich erfüllt, glücklich, voller Freude sein, wenn Gott nicht dein Vater ist. Und wo sind wir als Menschen in dieser Welt ohne Gott? Was richten wir an durch die Sünde, die in uns ist? Was für ein Elend, manchmal steht man davor. Ich will keinen Finger zeigen auf irgendjemanden. Ich bin nicht besser. Aber wozu sind wir Menschen in der Lage? Was für Dinge tun wir ohne Gott? Wie weit haben wir uns von ihm entfernt? Und er hat uns so wunderbar erschaffen, geplant. Er hat ein wunderbares Ziel mit uns. Er im Garten Eden, er war dem Adam so nahe. Er ist mit ihm zusammen durch den Garten gegangen. Vielleicht Hand in Hand, weiß ich nicht. So nah war er an ihm dran. Das ist das Verlangen Gottes, dir so nahe zu kommen, dass du Händchen halten mit ihm durch die Stadt gehen kannst.
geistlich gesehen. Er möchte das, das ist sein Verlangen, dass du gesegnet bist in der Beziehung zu ihm, dass er dann ein und alles ist. Und dann ist was passiert. Wir haben der alten Schlange geglaubt. Ja, Gott ist gut zu dir, er segnet dich, aber bestimmte Dinge gönnt er dir nicht. Hier, ich habe noch mehr anzubieten, hier, komm zu mir. Und so geht der Widersacher, die alte Schlange, heute noch durch die Welt und bietet dir an. Hier, da ist Leben drin. Gerade ihr jungen Leute, euch sage ich das. Hier ist das Leben, hier geht es ab, hier ist die Party. Hier musst du hin, hier findest du Erfüllung. Das ist das, genau das, was du brauchst. Und wie viele junge Leute gibt es heute, die in Depression und Selbstmordgedanken hängen? So viele junge Leute heutzutage. Ich sage dir, die Welt und der dahinter steht, belügt dich. Er belügt dich. Er möchte, dass du wie der verlorene Sohn im Lukas-Evangelium bei den Schweinen endest, im Dreck. Da will er dich hinbringen. Er will dein Leben zerstören. Er will, und das ist seine Taktik, der sagt dir dann irgendwann, das Leben hat doch keinen Sinn. Schmeiß das doch weg. Was willst du denn noch damit? Er flüstert dir Dinge ein. Diese Welt, klar, es gibt tolle, tolle Sachen in dieser Welt. Gott hat die Welt schön geschaffen. Tolle Dinge, tolle Blumen, Farben, ich weiß nicht, so viel Tolles hat er geschaffen. Aber das Schönste, der Schönste ist er. Und wenn du ihn in deinem Leben hast, kannst du auch die schönen Dinge in dieser Welt genießen. Aber das, was der Widersacher macht, ist was völlig anderes. Er nimmt diese Dinge und pervertiert alles. Er nimmt eine Sache und sagt, darauf konzentriere dich. Da findest du Freude. Und wenn du keine Freude mehr hast an den Dingen, ich habe hier was für dich. Das steigert deine Freude. Nimm das mal. Du wirst erleben, boah, du bist in einer Traumwelt. Und wo endet das Ganze? In Verwirrung, in Verzweiflung. Aber Gott, Gott sei Dank, haben wir uns in den ganzen Schlamassel reingebracht. Aber Gott hat einen Weg gefunden, uns aus diesem Elend rauszuholen. Das hätten wir selber nie machen können. Ich weiß nicht, wie tief du vielleicht im Dreck warst. Das weiß ich nicht. Vielleicht warst du auch nicht so tief drin. Aber ich weiß von dem einen oder anderen, der war sehr tief drin. Und da, wo er selbst am Ende war, wo er gegen eine Mauer gerannt ist, wo er im Dreck gelegen hat, wo der Widersacher, das ist seine Art, wenn jemand auf der Erde liegt, nochmal draufzutreten. Genau in diesem Moment. Gott ist es scheißegal, wo du herkommst, wie dreckig du warst, wie kaputt du warst. Er sieht das, was er in dir tun will. Und das sehe ich, deswegen sage ich, habe ich das gesagt, deswegen sehe ich das an euch. Nur Gott kann ein kaputtes, hoffnungsloses Leben wiederherstellen. Und nicht nur wiederherstellen, sondern er macht was Herrliches daraus. Weil er uns liebt. Und weil er dich sieht und weil er dich gesehen hat, als du da in deinem Elend lagst. Auch der verlorene Sohn, der gedacht hat, boah, ich muss mal raus hier, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Ich weiß schon, wo es lang geht. Ich werde jetzt mal richtig das Leben genießen, tue, was ich will, braucht mir keiner reinzureden, ich weiß schon, was richtig ist. Und wo ist er gelandet? Aber dann kommt der Punkt. Und vielleicht ist es bei dir so, dass du dich ein Stück weit von Gott entfernt hast.
Da ist Sünde in dein Leben hinein, schwere Sünde in dein Leben hineingekommen. Und du bist im Elend und denkst, Mensch, da gibt es doch jemanden, bei dem ich so gut habe, der mich so liebt, der mich so segnet, der mein Leben so reich gemacht hat. Wo bin ich jetzt? Gibt es einen Weg zurück? Den gibt es. Der Sohn hat sich aufgemacht und ich weiß nicht, was für Gedanken und Gefühle er hatte. Wenn ich jetzt zu meinem Vater komme, was wird er sagen? Wird er von vornherein sagen, nee, komm, verschwinde hier. Wie siehst du aus? In deinem Dreck? Ich schäme mich ja für dich, dass uns hier ja draußen niemand zusammen sieht. Nee. Der Vater steht da mit offenen Armen. Dem ist es egal, wie dreckig sein Sohn ist. Jesus, wenn du Jesus siehst, als er auf dieser Welt war, zu wem ist er gegangen? Zu denen, mit denen niemand was zu tun haben wollte. Zu den Aussätzigen. Und die haben schlimm ausgesehen teilweise, die Leute. Da war oft keine Nase mehr da, da waren die Ohren abgefressen, die sahen schlimm aus. Und Jesus ist nicht nur hingegangen, Jesus hat diese Menschen angefasst. Weil seine Liebe so groß ist. Und glaub ja nicht, wenn du in irgendwas drin hängst, dass Gott dich nicht mehr haben will und dich nicht mehr liebt. Komm zurück, er wartet auf dich. Komm zurück zu ihm. Er liebt dich so sehr und sein Herz bricht, wenn er dich sieht in deinem Elend. Das ist nicht sein Verlangen, dass du in deinem Elend hängst. Und er ist nicht derjenige, der, so wie wir Menschen es machen würden, da hast du doch selber Schuld, dass du jetzt da drin hängst. Habe ich dir doch gleich gesagt. Nee, so ist Gott nicht. Wenn du mit einem zerbrochenen Herzen kommst, er vergibt dir gerne. Er steht an einer Stelle, er hat Freude an Vergebung. Er steht da und wartet auf dich. Komm noch zu ihm. Er wartet. Und Gott hat Geduld, sage ich euch. Der hat Geduld. Aber es verletzt ihn, es schmerzt ihn, dich so zu sehen. Nicht um seinetwillen, aber weil er dich liebt. Ich wollte noch mal ein paar Punkte rausgreifen, um einfach noch mal ein bisschen zu gucken, was für Aufgaben hatten ein Vater überhaupt, irdischer Vater, und welche Aufgaben übernimmt oder hat der himmlische Vater. Wir können das nicht alles aufzählen, das ist viel zu viel. Aber ich habe mal so ein paar Punkte rausgegriffen. Und da ist zunächst erst einmal, ein Vater versorgt sein Kind, normalerweise. Also Eltern sind schon darum bemüht, ihre Kinder so gut wie möglich zu versorgen. Dass sie an materiellen Dingen, dass sie nicht hungern müssen, dass sie Kleidung haben, dass sie ein Dach über dem Kopf haben, dass sie ein Bett zum Schlafen haben, dass sie eine vernünftige Schulausbildung kriegen, all diese Dinge. Da sind Eltern sehr, sehr drum bemüht, und sei dankbar, wenn du solche Eltern hast und hattest. Ehre sie, egal wie schwierig es vielleicht auch, manchmal ist es schwierig mit Eltern. Manchmal nerven Eltern, weil sie dir zum 100. Mal irgendwas sagen, was du nicht hören willst. Und du weißt es ja sowieso besser. Was können dir, umso älter du wirst, ja, ich sehe ja schon so einige junge Leute, du weißt es doch sowieso besser. Du weißt es nicht besser. In den meisten Fällen jedenfalls nicht. Aber deine Eltern sind darum besorgt, dass es dir gut geht. Und ein Kind stellt sich nicht hin, ein kleines Kind stellt sich nicht hin und sagt, oh, ob mein Vater wohl morgen noch für mich sorgt? Ich muss mal gucken. Also vielleicht macht er das nicht mehr. Vielleicht überlegt er es sich anders. Das denkt ein Kind in der Regel nicht.
Kinder sind eigentlich völlig unabhängig davon. Mein Papa sorgt für alles. Mein Papa sorgt dafür, dass ich jeden Tag was zu essen habe, dass es mir gut geht. Und wenn meine Klamotten kaputt sind, kauft er mir neue. Ich kann ohne Sorge leben. Klar, kleine Kinder haben auch Sorgen, aber das sind andere Sorgen. Darum machen sie sich keine Sorgen. Und wenn ich krank bin, wenn ich krank bin, ist mein Vater für mich da. Er sorgt für mich. Die Mutter, wir wollen die Mutter nicht zu kurz kommen lassen, aber heute geht es um den Vater. Der nimmt mich auf den Schoß, der tröstet mich, der geht mit mir zum Arzt, wenn es sein muss. Er ist da für mich. Und wenn ich operiert werde und aufwache, ist er da. Ich muss mir gar keine Sorgen machen. Aber ein irdischer Vater hat seine Grenzen. So gut er es vielleicht auch meint, aber er kann, auch wenn du größer wirst als Sohn oder Tochter, dein Vater ist nicht immer da. Wenn es Probleme gibt, ist er nicht immer greifbar. Einfach weil er ein Mensch ist und begrenzt ist. Er muss seinen Job machen, hat viele andere Verpflichtungen. Er ist nicht immer da. Auch wenn du vielleicht in Gefahr kommst, er ist nicht immer da. Aber dein himmlischer Vater ist es. Der ist ständig für dich da. Der ist ständig umsorgt um dich. Kannst du das glauben? Ist das Realität in deinem Leben? Dass du das hundertprozentig weißt. Mein Papa sorgt für mich. Ich muss mir keine Sorgen machen. Ist das so bei uns? Ich glaube nicht, also bei den meisten nicht. Wir machen uns Sorgen. Und das ist normal, natürlich. Wenn dein Kind krank ist, machst du dir Sorgen. Wenn du nicht weißt, wie du nächsten Monat deine Miete bezahlen sollst, machst du dir Sorgen. Und vieles andere setzt ein, was ihr wollt. Du machst dir Sorgen. Aber kannst du durch deinen Sorgen, vielleicht ist morgen irgendwas, wovor du Angst hast. Kannst du mit deinen Sorgen heute diese Dinge von morgen verändern? Kannst du das durch deine Sorgen? Weißt du überhaupt hundertprozentig, was morgen ist? Vielleicht bist du morgen gar nicht mehr am Leben. Wir wissen nicht, was in den nächsten 5 Minuten ist. Aber wir haben einen Vater, der es weiß. Und er sagt, wir schlagen noch mal eine Stelle auf, die ich gerade weggeschmissen habe. Vielleicht will Gott das auch. Lukas 12, schlagen wir mal auf. Lukas 12. Das Lukas-Evangelium im Neuen Testament. Die Verse, also Lukas Kapitel 12, die Verse 25 bis 31. Lukas 12, 25 bis 31. Wer ist unter euch, sagt Jesus hier, wie sehr er sich auch darum sorgt, seines Lebenslänge eine Spanne zusetzen könnte? Wenn ihr nun auch das Geringste nicht vermögt, warum sorgt ihr euch um das andere? Seht die Lilien an, wie sie wachsen, sie spinnen nicht, sie weben nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist, wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras, das heute auf dem Feld steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr wird er euch kleiden, ihr kleinen Gläubigen? Darum auch ihr, fragt nicht danach, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, und macht euch keine Unruhe. Nach all dem trachten die Heiden in der Welt, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft.
trachtet vielmehr nach seinem Reich, so wird euch das alles zufallen. Wir wissen, wir haben einen großen, herrlichen Gott, der das Universum erschaffen hat, der alles in seiner Hand hat, der dem nichts entgleitet. Er sieht alles voraus, er hat die Vergangenheit gesehen, er sieht die Gegenwart und er sieht die Zukunft. Er sieht alles. Er weiß alles. Aber mit meinem Leben, ich weiß nicht, kann er für mein Leben wirklich hundertprozentig sorgen? Muss ich da nicht selber? Klar, Gott ist da, aber mit dem Problem, da werde ich selber fertig. Vielleicht kann mir auch mein Bruder helfen. Ey, nichts dagegen. Du musst nicht, wie manche das sagen, ja, muss ich denn mit allem zu Gott kommen? Muss ich morgens, das ist so bescheuert, dieses, muss ich morgens ihn fragen, was ich mir aufs Brot schmieren soll? Also das ist dummes Zeug, das ist Quatsch. Aber Gott, beziehe Gott in dein Leben ein. In deine Sorgen, in deine Probleme. Leg sie bei ihm. Das ist eine Entscheidung. Gegen alle Gedanken, gegen alle Gefühle vielleicht, gegen alle Angst. Leg sie bei ihm ab. Entscheide dich dazu. Petrus sagt das im 1. Petrus 5, Vers 7. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das ist eine Entscheidung. Und wenn du das getan hast, nimm deine Sorgen nicht wieder mit, sondern lass sie da. Sollte dieser wunderbare Vater, der dich so liebt, dass er seinen Sohn für dich gegeben hat, der am Kreuz für dich verblutet ist, sollte der nicht für dein Leben sorgen können und wollen? Wir haben die Liebe Gottes noch gar nicht wirklich begriffen. Also ich zumindest nicht. Ich bin seit 1983 dabei mit allen Höhen und Tiefen. Aber die Liebe Gottes habe ich noch nicht, habe ich vielleicht ein ganz bisschen begriffen. Und manchmal ist es so, dass Gott noch mal so ein bisschen so eine Tür aufmacht. Noch mal die Liebe so ein bisschen größer werden lässt. Und das halte ich schon fast kaum aus. Weil diese Liebe so wohltuend ist, so reinigend, so heilend. Und ich glaube, jeder von uns, egal in was für Lebenszusammenhängen du steckst, manchmal, mir geht es so, manchmal fühlst du dich einsam. Vielleicht geht es dir nicht so. Aber wenn Gott kommt und dir seine Liebe zeigt, dir nahe kommt, hey, das ist unglaublich. Das ist so faszinierend. Gott ist so faszinierend. Und der sollte uns nicht versorgen können? Der weiß nicht, was wir brauchen? Manchmal meinen wir vielleicht andere Dinge zu brauchen, als er sie uns geben will. Aber das, was er dir gibt, sage ich dir, ist genau das, was du brauchst. Genau das Richtige. Das, was dein Leben reich macht. Er ist ein Papa, der seinen Kindern gute Gaben gibt. Und Sorge ist doch, ganz ehrlich, Geschwister, das wird doch angeheizt heutzutage. Zieh dir das bloß nicht alles rein, was tagtäglich vermittelt wird. Natürlich sind die Dinge sind ja nicht, die sind da. Die sind da. Aber wenn du dir ständig das Gehirn waschen lässt von all den Dingen, dann bist du nicht mehr in der Lage,
dich an der Beziehung zu deinem himmlischen Vater zu freuen, weil du voll bist mit all dem, was in dieser Welt los ist. Und das sind schreckliche Dinge, keine Frage. Aber fang doch den Tag nicht damit an, sage ich immer wieder, fang doch den Tag nicht damit an, dass du dir all das, was in dieser Welt läuft, dass du dir das reinziehst. Was ist das Ergebnis davon? Angst. Wie viele Menschen gehen durch diese Welt, in dieser Stadt, mit Angst, die sind von Angst geknechtet. Du siehst das an dem Gesicht. Oh, was ist morgen? Wie komme ich über die Runden? Werde ich verhungern? Werde ich erfrieren? Krieg, klar, Krieg ist grausam. Wir wissen nicht, wie es weitergeht, aber du sollst auch darin gefangen werden, in diesen Dingen. Und wenn du in Angst bist, ich will jetzt, man muss ja vorsichtig sein, ne? Aber du bist sehr, sehr gut steuerbar, wenn du ängstlich bist. Wenn da jemand ist, der dir sagt, ey, ich nehme dir deine Angst ab, ich weiß, wo es lang geht. Ich habe die Lösung für dein Problem. Komm mit mir, ich zeige dir, wo es lang geht. Mach das und das. Wir wollen raus aus der Angst. Angst ist doch nichts, was angenehm ist. Und wir sind sehr, sehr verführbar dann. Komm doch zu deinem himmlischen Papa. Lass ihn zu dir reden. Lass dir von ihm die Dinge erklären. Er ist größer als all das, was in dir ist, was um dich rum ist, was die Welt dir vermittelt, was der dahinter steht, der Fürst dieser Welt dir vermitteln will. Du hast einen Vater, der größer ist, der dir in dem Ganzen trotzdem eine Ruhe und eine Geborgenheit geben will. Du sollst nicht irgendwie ein Traumtänzer sein, aber trotzdem mittendrin kannst du für Menschen auch ein Segen sein, weil Menschen sehen dich dann und denken, wieso ist der so ruhig? Wieso ist der so gelassen? Wieso hat er so viel Freude in sich in dieser Zeit? Das geht doch gar nicht. Das kann man doch gar nicht. Doch, das kann man, das geht. Und das Kind, wie gesagt, das macht sich keine Sorgen. Mein Papa sorgt für mich. Ich gehe raus in Sandkasten spielen. Das andere überlasse ich meinem Papa. Aber vielleicht hast du es auch nicht so erlebt. Vielleicht musstest du als junger Mensch schon selbst für dich selbst klarkommen. Für dich selbst sorgen. Weil Papa nie da war. Vielleicht musstest du in den Kühlschrank gucken und hast nichts gefunden. Da ist eben keine Versorgung da gewesen. Vielleicht hast du das auch so erlebt. Und du hast versucht, selbst klarzukommen, da durchzukommen. Dein himmlischer Vater ist nicht so. Glaub's mir, der ist nicht so. Der versorgt dich, der macht dein Leben reich. Der lässt dich nie im Stich. Niemals. Du magst manchmal vor ihm weglaufen, du magst manchmal bockig sein, du magst manchmal deinen eigenen Weg. Und Eltern lieben dann ihre Kinder nicht mehr, wenn die Kinder bockig sind? Sagen sie dann, okay, da ist die Tür, vielleicht sehen wir uns nochmal in diesem Leben. Das machen die nicht. Die lieben ihre Kinder genauso, auch wenn es schwer ist, wenn es anstrengend ist. Aber die Liebe verändert sich dadurch nicht. Und so ist unser himmlischer Vater, der, egal was für Scheiße du gebaut hast, er liebt dich noch genauso wie am Anfang. Er ist nicht von deinen Taten abhängig. Glaub da, und das ist echt, das ist, Geschwister, das ist echt eine Falle, das ist gefährlich. Wenn wir meinen, wir müssten selbst dafür sorgen, dass Gott uns liebt oder dass er uns mehr liebt. Vergiss es, brauchst du nicht. Das ist ein Krampf. Das ist. Du musst dich nicht selber besser machen. Das kannst du sowieso nicht. Gott liebt dich genau so, wie du jetzt bist. Genau so.
Seine Liebe wird heute nie größer sein, oder seine Liebe, die er heute zu dir hat, wird morgen nicht größer sein, ist gestern nicht kleiner gewesen, sie ist immer gleich und sie ist auf einem hohen Niveau, sage ich mal. So ein hohes Niveau, dass er gekommen ist und für dich am Kreuz gestorben ist. Und das sagen wir manchmal so, naja, Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Aber was ist da passiert am Kreuz? Was für eine Last, was für ein Leiden. Das ist nicht mal eben so, naja, das ist ja schnell wieder vorbei. Das ist ein entsetzliches Leiden. Und dann kommt bei Jesus nicht nur das körperliche Leiden, sondern die geistliche Last der Sünde der gesamten Menschheit trägt er dort, umgeben von Dämonen. Trägt er diese Last, gedemütigt, angespuckt als Gott. Warum? Aus Liebe zu dir. Das ist dein Gott, der dich versorgt. Und ein zweites, er beschützt dich auch. Er ist dein Schutz. Vielleicht meinst du, du brauchst keinen Schutz. Gerade wir Männer brauchen keinen Schutz. Das machen wir selber. Ich komme schon klar. Beschütze meine Familie, wenn einer kommt, kriegt eins auf die Glocke. So sollte es sein, Brüder, echt, wirklich. Also nicht, schiebt nicht eure Frauen vor, wenn irgendjemand kommt und sagt, hier, mach du das mal, Schatz. Verkloppt den mal, wie ich das früher mit meinen großen Schwestern, ja, dann schiebe ich meine große Schwester, die ist ja stärker als ich. Wenn es da Stress gibt, dann macht sie das. Nee. Du bist derjenige, der dazu berufen ist, als Ehemann, als Vater, du bist der Beschützer. Aus der Nummer kommst du nicht raus. Gott hat dich dazu berufen. Aber es gibt einen Feind, mit dem du nicht fertig wirst, sage ich dir. Es gibt eine geistliche Macht, einen Feind, den du nicht sehen kannst, der dein Leben, er kann es nicht zerstören. Du bist Kind Gottes, du bist beschützt. Aber er ist immer dabei, Fallen zu stellen, dich in irgendwas hineinzuziehen. Er greift deine Kinder an. Er greift deine Frau an. Er sucht sich immer die Schwachen. Und du merkst es noch nicht mal, weil du so in dir selbst gefangen bist. Weil du dich, und wir Männer sind da echt, ich will euch nicht zu nahe treten, aber wir drehen uns oft so sehr um uns selbst. Um unsere Ruhe, um unsere, ich weiß nicht, um unsere Hobbys, mal ganz um profan zu werden. Wir sorgen dafür, dass es uns gut geht, dass wir mit unseren Kumpels losziehen können, dass, ich weiß nicht, setzt ein, was ihr wollt, was ihr so als Männer habt. Wir drehen uns so und wir merken es noch nicht mal. Und plötzlich stehst du davor und siehst deine Tochter oder deinen Sohn mit 14, 15, der in Drogen hängt. Und du denkst dir, ey, was ist denn hier passiert? Das war doch immer so ein guter Junge, so eine gute Tochter, die immer so einen schönen geraden Weg hat. Was ist denn plötzlich passiert? Nee, ist nicht plötzlich passiert, du hast es nur nicht mitgekriegt. Weil es da einen Feind gibt, der gerne, das ist seine Art, von hinten angreift, sich die Schwachen schnappt. Und du brauchst
Du brauchst auch als Mann diesen Beschützer. Wenn du morgens aufstehst, mach als erstes wirklich. Stell dich selbst und deine Familie unter den Schutz Gottes. Bitte ihn, dass er seine schützende Hand über euch hält. Du, das ist kein Spruch. Gott tut das. Gott tut das, Gott will das, weil er weiß. Er kennt das Wesen des Feindes. Er kann dein Leben nicht zerstören, aber er kann dir das Leben so schwer machen. Deswegen müssen wir wachsam sein. Gerade auch wir als Männer, Brüder, wir müssen wachsam sein. Nicht bis nachts um 2 vorm PC sitzen. Nicht mit deinen Kumpels in der Kneipe Scheiße reden. Nein, Gott gönnt uns Dinge, überhaupt nicht die Frage. Aber wenn du gute Dinge erleben willst, mach es mit deiner Frau zusammen. Wenn du Kinder hast, mit deinen Kindern. Mach keine Einzelaktionen. Du bist, wenn du dir die Dinge in dieser Welt reinziehst, du wirst schwächer. Du erkennst Dinge nicht mehr. Du kannst gar nicht mehr unterscheiden, was ist von mir, was ist vielleicht von meinem Feind, von meinem Widersacher, wo höre ich die Stimme Gottes. Du wirst nicht mehr unterscheiden können. Deswegen ist es so wichtig, such Gott, bitte um seinen Schutz für dein Leben und besonders für das Leben von denen, die Gott dir anvertraut hat. Also Gott beschützt. David sagt im Psalm 27,1, David war ein Krieger, das war ein Kämpfer. Er ist gefallen, klar, später ist er gefallen, aber er war ein Krieger. Und er sagt, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Gott ist auf meiner Seite. David stand dem riesigen Goliath gegenüber. Ein Kerl von 3,20 Meter wahrscheinlich. Stell dir das mal vor. Und der war nicht nur groß, der war breit, der hatte eine Kriegsrüstung an. Das war ein Krieger, ein Kämpfer, der war zum Fürchten. Also ich hätte so einem Typen nicht gegenüberstehen wollen. Aber David hat den gesehen, der auf seiner Seite war. Und gegen den ist dieser Goliath ein Klacks. Viel Wind. Viel große Klappe. Und das möchte Gott uns schenken. Es gibt diese wunderschöne Geschichte. Es gibt diese wunderschöne Geschichte in 2. Könige. Das schlagen wir jetzt mal auf. 2. Könige, das ist das Alte Testament, irgendwo so mittendrin. 2. Könige, Kapitel 6. 2. Könige 6, die Verse 14 bis 17. Um den Zusammenhang so ein bisschen hinzukriegen, der König von Aram führt Krieg mit dem König von Israel, die waren ja damals auch, das ist ja nichts Neues, die waren damals auch ständig im Krieg, da hat der eine den anderen überfallen. Und hier ist es so, dass der König von Aram sein Heer sendet. Da sandte er hin Rosse und Wagen und ein großes Heer. Und als sie bei Nacht hinkamen, umstellten sie die Stadt. Und der Diener des Mannes Gottes stand früh auf und trat heraus. Und siehe, da lag ein Heer um die Stadt mit Rossen und Wagen. Da sprach sein Diener zu ihm, O weh, mein Herr, was sollen wir nun tun? Er sprach, fürchte dich nicht,
Denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach: Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah. Und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Eine geistliche Sicht. Da ist eine große Armee, die anrückt. Eine schlagkräftige Armee mit Waffen. Ein großes Heer rückt an. Und die Reaktion von dem Diener ist doch normal, oder? Stell dir das mal vor, du kommst morgens raus und da stehen 500 Panzer vor deiner Tür. Die Kanonen auf dein Haus gerichtet. So ähnlich wird es ihm hier wahrscheinlich gegangen sein. Und die Frage ist doch berechtigt. O weh, mein Herr, was sollen wir nun tun? Was können wir, das ist natürlich auch eine rhetorische Frage, weil was sollen wir gegen diese Armee hier tun? Die machen uns platt. Das dauert nicht lange, wir haben einmal tief Luft geholt und wir sind tot. Die Macht ist viel zu groß, ich komme dagegen nicht an. Das, was auf mich einstürmt, ich komme dagegen nicht an, der Feind ist zu groß. Ich habe keine Kraft, keine Macht, dem entgegenzustehen. Was soll ich tun? Es geht nicht, ich kann nicht. Und Elisa sagt: Fürchte dich nicht. Was mag der in dem Moment gedacht haben? Natürlich brauche ich mich nicht zu fürchten. Also ich meine, ich kann ja schnell laufen. Dann laufe ich halt durch die Hintertür, bin weg. Das war kein Spruch. Fürchte dich nicht. Kennen wir das? Haben wir das schon mal gehört? Haben wir das schon mal gelesen? Jesus sagt das. Fürchte dich nicht. Der Feind ist groß, er ist mächtig, dem bist du nicht gewachsen. Aber fürchte dich nicht. Ich bin auf deiner Seite. Ich zeige dir, wie groß meine Macht ist. Und er hat diese Armee gesehen. Die Augen wurden ihm geöffnet für die geistlichen Realitäten. Da ist eine Macht, die viel, viel größer ist als all das, was diese Welt auffährt. Feurige Wagen mit feurigen Rossen, das muss ein heftiges Bild gewesen sein. An einer anderen Stelle tritt ein Engel auf. Ein einziger Engel geht durch ein Lager und bringt 185.000 Mann um. Das ist Kraft, das ist Power. Da kannst du dein Bodybuilding in die Tonne treten. Das sind die geistlichen Realitäten und die müssen wir sehen. Und Gott will uns dafür die Augen öffnen. Es gibt eine geistliche Welt und es gibt einen, der das Leben schwer macht. Aber du hast auf der anderen Seite den, der viel mächtiger ist, der viel größer ist, der dein Schutz ist, der dir begegnet in deiner Angst. Geh zu ihm, leg deine Angst bei ihm ab, wirklich. Mach es, tu es. Gegen alle Gedanken und Gefühle, ja, wie soll das werden? Ich habe doch trotzdem Angst. Geh hin, leg's bei ihm ab. Dann, als dritten Punkt, noch kurz. Ich lese euch noch mal kurz eine Stelle vor. Im Johannes, braucht ihr nicht aufschlagen, Johannes 10, die Verse 27 bis 30, da sagt Jesus: Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles, und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Wer kann dich aus der Hand Gottes reißen? Nach dem hier. Niemand.
der Vater im Himmel, der auf dem höchsten Thron sitzt, der die höchste Macht hat, der allmächtige Gott, ist auf deiner Seite. Geht's besser? Kannst du einen besseren Schutz haben? Dann gibt es einen Punkt, den vielleicht auch die Kids jetzt wahnsinnig gerne hören. Ein Vater erzieht sein Kind. Wenn du das Wort Erziehung hörst, wie geht's dir damit? Vielleicht hast du einen sehr strengen Vater gehabt, bei dem du wenig Freiheiten hattest, der sehr schnell gestraft hat und manchmal vielleicht auch ungerechterweise. Und dann bekommt die Erziehung so einen negativen Touch. Aber ich sage, die Erziehung ist gut. Ich sage das nur ganz kurz, ich will mich hier nicht irgendwie im Mittelpunkt stellen. Ich bin nicht von meinem Vater erzogen worden. Meine Eltern haben sich früh scheiden lassen und im Nachhinein, ich hätte so gerne jemanden gehabt, der mich erzieht. So gerne. Ich habe gemacht, was ich wollte. Und Kinder, glaubt nicht, dass das Paradies ist, wenn du machen kannst, was du willst. Ey, du machst dein Leben kaputt. Du brauchst jemanden, der weiser ist als du, der dir deine Grenzen setzt. Mach das mach mal nicht. Das ist nicht gut für dich. Mach mal das andere. Auch wenn du dazu vielleicht im Moment keine Lust hast, mach es. Du wirst sehen, es ist gut für dich. Wenn du das nicht hast in deinem Leben, dass jemand da hineinspricht und du dir selber als Kind das suchen musst, was richtig und was falsch ist, was böse und was gut ist, das kannst du nicht als Kind. Du bist damit total überfordert. Und vielleicht hat dein Vater bestimmt, hat er dich zwischendurch auch enttäuscht, dass er dir irgendwas gesagt hat, Und hat selber genau das Gegenteil gemacht. Vielleicht war er in manchen Dingen kein gutes Vorbild für dich. Vielleicht hat sich da vieles widersprochen. Aber du hast einen himmlischen Papa, der ganz genau weiß, was gut für dich ist. Der weiß das hundertprozentig viel besser, als du es jemals wissen könntest. Und manchmal sagt er aber auch zu dir, ey, nee, du möchtest das jetzt gerne, aber mach das nicht. Manchmal erklärt uns Gott warum, manchmal musst du einfach nur vertrauen. Manchmal ist es auch bei deinen Eltern so, deine Eltern werden dir nicht unbedingt immer alles erklären. Aber vertrau doch. Wenn dir dein Vater was sagt und du weißt, dein Vater ist gut zu dir, vertrau ihm doch. Auch wenn du es jetzt vielleicht nicht verstehst. Aber manchmal ist es so, dass Gottes Liebe auch hart ist. Nicht, weil er dich nicht liebt, sondern weil er dich manchmal rütteln und schütteln muss. Wenn du auf einem Weg bist und er sagt dir, geh den Weg nicht, und du sagst, oh ja, ich weiß schon, wo es lang geht. Ich mach das jetzt einfach mal. Und du gehst diesen Weg und Gott spricht wieder hinein, du gehst den Weg weiter. Kann es manchmal passieren, dass Gott hart mit dir redet? Dich auch mal übers Knie legt, sage ich dir. Denn manchmal muss es einfach wehtun, damit du umkehrst. Du willst doch nicht, willst du tatsächlich ins Elend rennen? Willst du auf Biegen und Brechen deinen Willen durchziehen? Willst du das wirklich? Ich sage dir, dann machst du dein Leben kaputt. Dann zerstörst du dein Leben. Dann wird dein Leben schwer.
Und Gott ist jemand, der vielleicht manchmal hart mit dir redet, aber wenn du sagst, ja, Vater, du hast recht, ich kehre um, wird er sich nicht hinsetzen und wird stundenlang mit dir diskutieren, warum du das falsch gemacht hast, wieso du das, ne? Er macht dir keine Vorwürfe, sondern er steht da, freut sich über dich und fängt neu mit dir an. Aber du musst umkehren. Geh den Weg nicht weiter. Wir sind manchmal so bockig. Wir wissen es besser. Und wenn wir es nicht besser wissen, egal, ich gehe den Weg weiter. Das ist das Problem von uns Menschen in dieser Welt. Dir wird gesagt, du musst selber sehen, was gut für dich ist. Du bist dein eigener Herr. Das ist eine Lüge. Du tust nicht das, was du willst. Das meinst du vielleicht. Aber du wirst gesteuert. Du kannst die Macht der Sünde in dir, der bist du nicht gewachsen. Das wissen viele von uns hier, die in Bindungen drin waren. Du kommst da nicht alleine raus. Da hast du nicht mehr die freie Entscheidung. Du bist geknechtet. Und das will Gott nicht. Gott setzt dir Grenzen, aber diese Grenzen sind oft so weit. Wir stellen uns Gott manchmal als so einen engherzigen Gott vor, der uns ganz, ganz enge Grenzen. Das tut er nicht. Er lässt dir so viel Freiheit, in denen du dich bewegen kannst. Aber was wäre das für ein liebender Vater, wenn er dich einfach laufen lassen würde? Ja, hier, komm, mach mal. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Dann brichst du dir eben dein Bein. Dann, weiß ich nicht, machst du dein Leben halt kaputt. Wenn du meine Grenzen nicht willst, ja, dann ist das so. Nein. In Gottes Grenzen zu leben ist gut. Und zum Schluss, ich komme sofort zum Schluss, Geschwister, keine Angst. Wo Papa ist, da ist unser Zuhause. Da ist unsere Heimat. Vielleicht hast du das als Kind so erlebt. Tolles Zuhause, ne? Ein wirkliches Zuhause. Wo du, wenn du dich verletzt hast, nach Hause gelaufen bist, wo du getröstet wurdest, wo du es gut hattest, wo du immer hinkommen konntest. Wenn du dich dreckig gemacht hast, kamen deine Eltern, haben dich sauber gemacht. Manchmal gab es natürlich auch ein bisschen Mecker dann, aber okay. Aber du wusstest, du bist angenommen, du bist geliebt. Da ist dein Schutz. Zu Hause bin ich geschützt. Da sind keine bösen Lehrer da. Da sind keine Klassenkameraden, die stärker sind als ich. Da ist nicht, ich weiß nicht was. Da bin ich zu Hause, da bin ich geschützt, da bin ich geborgen. Und manche erleben das vielleicht heute noch so, die dann sagen, ja, ich fahre zu meinen Eltern nach Hause und die so ein Stück weit dieses Zuhause, diese Heimat erleben. Aber ich sage dir, ich habe das auch, ich will jetzt nicht sagen, dadurch, dass ich keine Eltern hatte, dass ich eine schlechte Kindheit hatte. Ich bin bei meiner Großmutter aufgewachsen, die hat mir alle Liebe gegeben, die sie geben konnte. Das war ein Stück weit ein Zuhause. Aber umso älter ich werde, merke ich, hier ist nicht mein Zuhause. Etwas in uns Menschen, und du siehst die Menschen, wie sie getrieben sind, weil sie dieses Zuhause suchen. Sie suchen einen Platz, wo sie sicher, wo sie geborgen sind, wo sie gemeint sind. Sehnst du dich nicht auch danach? Geliebt und angenommen zu sein, nach Hause zu kommen? Diese Welt, oh Mann, ich habe so genug davon manchmal. Von dem Elend, von dem Hass, wie wir Menschen miteinander umgehen, von dem,
von der Kälte, von der Abgebufftheit, von all den Dingen, von den Lügen, von all dem, was uns so tagtäglich begegnet. Ich bin manchmal so müde davon und ich sehne mich nach dem Zuhause, nach Hause zu kommen. Na klar, du kannst auch hier das Zuhause, Gott schenkt dir auch hier dein Zuhause. Du bist da, wo dein Papa ist, da bist du zu Hause. Aber hier ist es immer noch so, da gibt es immer noch die Trennung ein Stück weit. Du siehst ihn nicht, du hast immer noch mit deinem alten Menschen in dir zu tun oft. Und das ist so, oh, wenn der durchbricht, das ist so ätzend. Dein alter Mensch, all das, was die Kämpfe tagtäglich in vielen Bereichen, das ist alles noch da. Aber wenn wir bei ihm sind, kein Leid, kein Tod, keine Krankheit, kein Schmerz, all das, was uns hier, kein Widersacher, alles das, was uns hier das Leben schwer macht, wird weg sein. Nichts mehr davon da. Und du wirst deinen Papa, du wirst Jesus, du wirst ihm in die Augen sehen können. Stell dir das mal vor. Und das werden keine Augen sein, die dir sagen, naja, jetzt bist du zwar hier, jetzt muss ich irgendwie mit dir klarkommen, aber eigentlich wollte ich dich nicht. Nein. Das sind Augen der Liebe, die dich ansehen. Und du wirst durchdrehen vor Freude, sage ich dir. Weil du deinem Herrn dann ganz, ganz nahe bist. Den, der dich so geliebt hat, er wird dir entgegenkommen. Und ich glaube tatsächlich, wenn Jesus uns nicht entrückt, wenn wir der eine oder andere von uns noch ganz auf einem ganz normalen Weg sterben wird, das Erste, was wir sehen werden, werden die Augen unseres Erlösers sein. Davon bin ich fest von überzeugt. Das kann ich hier theologisch nicht begründen, aber ich glaube daran, dass es so sein wird. Ich fand das so irre. Wir hatten hier den Hans Dieter, das war ein Blinder. Der konnte nicht sehen. Der konnte uns nicht sehen. Da drüben wird er sehen können. Und was ist das Erste, was er sieht? Seinen Herrn. Das ist das Erste, was er sehen wird. Ich freue mich auf den Tag. Ich freue mich so. Ich sehne mich so danach, meinen guten Hirten zu sehen. Ich sehne mich so danach, bei ihm zu Hause zu sein. Du wirst kein Zuhause in dieser Welt ohne ihn finden. Du kannst hin und her rennen, du kannst überall suchen. Du hast hier kein Zuhause. Du bist ohne ihn ein Getriebener. Du wirst hier suchen, du wirst da suchen. Du wirst, und alle Menschen sind auf der Suche nach Liebe. Aber in der tiefsten, die tiefste Erfüllung an Liebe findest du nur in ihm. Nirgendwo sonst. Die tiefste Freude findest du nur in ihm. Leben außerhalb von ihm ist kein Leben. Nur in ihm und bei ihm. Freuen wir uns darauf? Ich freue mich darauf. Es kann schon bald sein. Wir wissen es nicht. Aber lasst uns danach ausstrecken. Lass dir von Gott diese Sicht schenken. Gott ist ein liebevoller Papa, der dich so liebt, der dein Leben reich macht, der dein Leben erfüllt bis zum Überfließen, dass du andere dadurch noch segnen kannst.